Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2. Ich bin heute in dem Hause Ihr Wandervogel, wobei es nicht immer das Hause des Wandervogels irgendwie war, weil nämlich der, ja ich sag mal, unser Opa hier Armin Sims heißt. Das liegt einfach daran, dass unser Arthur Wandervogel, der ich sag mal der Familienvater hier momentan ist, dass er hier von seiner Mutter adoptiert wurde und die beiden, also die Mutter hieß Wandervogel. Ich gehe mal ganz kurz in den Familienstammbaum rein, einfach nur, damit ich es ganz kurz erkläre. Ja, hier die Patricia Sims kam damals in einer Familientonne mit an, mit ihrem Mann, dem Michel, und damals noch dem Kind Tina Wandervogel. Und ich hatte die beiden dann getrennt, weil die ja nur einen Blitz zusammen hatten und ich das nicht so wollte. Und somit ist dann Patricia in dieses Haus eben hier gezogen und hat den Arthur damals adoptiert. Kurz darauf hat sie dann unseren Armin kennengelernt und hat mit Armin dann noch die beiden Kinder Stefan und Silvia auf die Welt gebracht. Die beiden sind schon ausgezogen, haben neue Familien gegründet und ich habe jetzt hier, ja, den Arthur sozusagen hier noch drin ziehen lassen. Das hier ist unser Arthur, der gerade gemalt wird von seinem, ja, eigentlich nicht wirklich Papa, aber irgendwie ja schon, also nach simscher Art ist es nicht der Papa, weil es nicht im Familienstammbaum steht. Arthur hat Beatrix geheiratet, das Beatrix wiederum ist ein Kind von unserer Dina Caliente und von dem Mortimer Grusel, nur so ganz kurz. Und die drei wiederum haben jetzt drei Kinder bekommen, beziehungsweise also der erste, Georg, ist adoptiert. Und dann haben sie noch Wolf bekommen und die kleine Xenia. Ich gucke nur ganz kurz noch für mich, ob irgendjemand heute Geburtstag hat. Also unser Armin ist 69 Jahre alt. In 12 Tagen und hier in 13 Tagen wird der Nächste, dann der Georg wird erst in 2 Tagen zum Teenager, dann Wolf erst in 4 Tagen und unsere kleine Xenia auch erst in 2 Tagen. Von daher sind wir heute, haben wir heute ganz ruhig, wir haben Samstag, das heißt also auch, dass die Kinder da sind und jetzt muss ich nur noch ganz kurz gucken, ob heute irgendjemand auf Arbeit muss. Armin ist pensioniert und ja, unsere Beatrix muss um 14 Uhr und unser Arthur, der hat heute frei. Ich gucke jetzt gerade auch nochmal nach den Lebenslaufbahnzielen. Die sind also auch auf ihrem Weg dahin. Ich male, wie ihr seht, wieder diese Porträts. Ich finde das immer ganz toll. Ich habe leider nicht von Anfang an damit angefangen. Aber hier seht ihr, hier ist unsere Beatrix und da ist Armin. Leider habe ich den damals im Unterhemd gezeichnet, aber gut. Beatrix sage ich hier. Das ist Patricia natürlich, nicht Beatrix. Ich glaube, von Beatrix habe ich noch nichts gemalt. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das hätte aufhängen können. Hier wären, glaube ich, ein ganz schöner Platz hier, dass die beiden dann dorthin gehangen werden. So, jetzt gucke ich einfach mal, was macht denn unsere Beatrix? Gut, die bringt gerade den Müll raus. Und unsere Kinder, Georg schläft. Wolf schläft auch, aber nicht in seinem Bett, okay. Und unsere Xenia, die schläft auch noch. Na gut, okay. Alles still. Hier das oben, das ist ein, ja, ich sag mal so, ein Zimmer für die Kids. Eine Etage für die Kids. Hier, man sieht hier, ist Armins Schlafzimmer. Er hat damals eben mit seiner Frau hier, ist er dort eingezogen. Und da sind Beatrix und Arthur hier drin. So, was kann ich denn heute mit euch allen anstellen? Unsere Xenia, die ist jetzt gleich wach, würde ich mal fast sagen. Also, du deckst mal den zu.
Xenia, kannst du mal kurz. Warte mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie schon alles gelernt hat. Ich guck mal, Xenia aufs Töpfchen setzen. Und dann könnte ich Xenia noch was zu essen geben. Hier, Flasche holen für Xenia. Und dann gucke ich mal in Xenias Erinnerungen nach, ob sie schon alles gelernt hat. Sprechen hat sie gelernt von Armin und Arthur hat ihr gelernt, dass sie aufs Töpfchen geht. Das heißt, dass sie eigentlich laufen lernen müsste. Und Beatrix muss aber jetzt gleich mal zur Arbeit. Von daher wird sie das nicht von ihr lernen. Ja, genau. Und schon geht's los, Beatrix. Zur Arbeit. Tschüss, Beatrix. Das heißt, Arthur sagt sich jetzt vielleicht mal, ich mag jetzt nicht mehr, ich habe jetzt eigentlich Hunger, mir ist kalt, ich habe Hunger und mein Energielevel geht total nach unten. Mach mal die Musik hier etwas leiser und ausschalten. Und gehe erstmal ins Bett. Ich schlafe jetzt im Schlafanzug, weil ich ja weil es Winter ist und mir kalt ist. Dann müsste es Armin fast auch kalt sein. Genau. Und eigentlich auch er ist sehr müde. Aber er ist bald mit dem Bild fertig und ich finde, er hat es auch wieder ganz gut hinbekommen. Zwar mit der Toilette hinten im... Das war ein bisschen doof, ist... Aber er hat sich ja ausgerechnet da drüben hingestellt, Mann. Aber malt es doch echt gut. So, okay, dann muss ich jetzt einfach mal gucken, was könnten wir denn mit unserer... Ach, die hat Hunger. Ach, die hat... Oh, hast du ihr nichts zu essen gebracht? Moment, hat sie nirgendwo was hingelegt? Ach, das ist ja doof. Okay, dann muss ich mal gucken, dann, genau, du musst jetzt mal um Essen gebeten werden. Du bringst jetzt mal doch der Xenia noch was zu essen. Bevor, also wir haben nicht fertig gemalt, oder? Oder ist es doch fertig? Habe ich jetzt was verpasst? Oh, nee. Warte. Gut. Also, ich wollte sie eine Etage tiefer hinhängen und ich wollte es gerne hier hinhängen. Sehr schön. Ja, doch. Wow, also er kann echt gut malen. Rahmen. Ich glaube, Hellholz passt hier ganz gut hin. Und dann werde ich Beatrix auch noch malen lassen von ihm. Das werde ich machen. Genau. Passt einfach. Er kann echt super malen. So. Ich wollte mir dieses so abgewöhnen. Okay, Armin, der geht dann auch noch schlafen, wobei ich nicht weiß, schläft der? Wird er sich in das gleiche Bett reinlegen wie Wolf? Oh Mann, die haben sich ja irgendwie entliebt, also nicht entliebt, aber sie hatten sich mal besser verstanden. Keno, Keno! Nee, Miller, ich will nicht, ich will nicht eins gehen, wenn er dein Bett ist. Schläfst du dann bei Arthur im Bett? Das ist immerhin dein Sohn. Armin, geh doch mal nach unten. Komm schon. Ja, du schläfst gleich ein. Och, jetzt hat sich doch echt. Nee, doch. Okay, super. Meine Güte. So, was kann ich denn mit dir noch machen? Eigentlich Logik fehlt dir noch ein bisschen. Warte mal, wo finde ich denn. Da vorne, das Teil hier, das könntest du spielen. Dann kannst du ein bisschen deine Logik hochpowern. So, jetzt müssten die beiden Jungs, genau. Georg, ach, ist schon aus dem Bett. Ich schicke ihn mal ins Bad. Dann kann er noch auf Toilette gehen. Und ich muss mal gucken, was er eigentlich an Sport. Okay. Ja, ganz viele Leute wollen wieder was von mir wissen. Ich weiß immer nicht, warum wollt ihr so viel von mir wissen? Nein, Quatsch. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich irgendwas Sportliches für die Jungs habe. Nee, eigentlich gar nicht.
Was kann ich denn mit euch machen? Axt, Ballwurf, Boxrippet, Football, Basketball, Fußball. Irgendwie habe ich das alles nicht. Dann müsste ich mit ihm und dem Wolf, der macht auch Sport, ne? Okay, was war denn das für ein Geräusch? Oh, warte mal, haben wir einen Baum irgendwo stehen? Ach ja, hier. Na gut. So, dann ernte mal die Simoleons und dann würde ich mal behaupten, dass ihr beide mal ein bisschen irgendwie was miteinander machen könntet. Da komme ich jetzt nicht auf... Okay, dann muss ich erstmal warten. Jetzt einmal einen Logikpunkt erreicht. Unser Armin schläft mit Papa im Bett. Naja gut, war halt jetzt einfach nicht anders zu machen. Ist halt jetzt einfach echt so. Ich spule mal ein ganz kleines bisschen vor. Okay, ah, guck mal an, Georg. Ja. So, und ich übe mal die Rede. Und was rede ich schon wieder über Geld? Und dann sage ich, oh, die Aladdin-Lampe, die ist scheiße. Und, haha, das finde ich ganz lustig. Hallo, nochmal. Darüber kann ich mich amüsieren. Und noch einmal. Ja, das macht ihm echt Spaß, ne? Also. Und dann die Geister und die Geister. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir nicht was zusammen spielen können. Ratschlamm, Purzelbaum machen. Oh, Purzelbaum machen. Und dann könnten wir zusammen... ich glaube, wir mal rangeln noch mal kurz zusammen und dann könnten wir Ball werfen. Ich meine, da sind wir dann in dem Bereich. Sie wird morgen und er wird auch morgen. Oh, wieder ein Doppelgeburtstag. Ganz toll. Ganz toll. So, wo bist du? Hier. Na, geh runter. Warum stehst du hier so rum? Warum steht er da so? Hallo, Georg. Georg, du sollst runtergehen. Achso, der andere kommt hoch. Ein Butzelbaum und noch ein Butzelbaum rückwärts. Juhu. Und das werden die, während Papa und Oma schläft. Oh, ich hab Hunger. So, jetzt rangeln die zwei. Und ich, ja, Otto, geh erstmal auf Toilette, genau. Und danach, Xenia, muss man auch mit ihm um sie kümmern. Die beiden Jungs rangeln, wie es halt Jungs so machen. Und, ich brauche was zu essen und ich hoffe, dass Reste im Keller, ich meine, im Kühlschrank sind. Okay, super. So, die beiden gehen jetzt, glaube ich, was habe ich ausgewählt gehabt? Ball werfen oder so ähnlich. Und unsere Beatrix ist zu Hause angekommen. Jo, super. Er holt sich mal so einen Pfannkuchen. Ach ja, die Mama wird gedrückt. Ach, du hast auch mit Hunger, ha? Reste nehmen. Wie geht's ihm? Er hätte eigentlich auch Hunger. Na dann kommt erst mal irgendwas zusammen. Hier, genau. Geh du mal ins. Dann hole ich mal den ganzen Teller hier raus. Hey, im Gut. Georg, kann ich Beatrix sprechen? Ja, okay. Mama, da ist ein fremder Mann am Telefon, der möchte mit dir sprechen. Mama, Telefon! Oh, jetzt war der große Teller noch leer. Beatrix geht ans Telefon. Ich glaube, das war der Matthias. Das kann ich kennen. Kenn ich, sag ich. Nö, nicht wirklich. Naja, gut, telefonieren macht ja nichts. Ah, unser Armin ist wach, das heißt... So, ich zieh dich nochmal wieder an und dann kannst du auf Toilette gehen und eigentlich... Ja, Freunde, genau. Ich setz mich mal hier dazu, wenn die noch am Essen sind. Das finde ich immer ganz toll, wenn dann die Familie hier so am Essenstisch sitzt. Übrigens, unsere Kleine hier
Ich glaube, ich lasse das mal Armin auch machen. Warte mal. So. Oh Gott, wie schön es von außen aussieht. Ich wollte zwar das jetzt gar nicht so machen. So. Wenn das Hobby weiter Spaß macht, Begeisterung für Natur. Gut. Unser Beatrix hat nun echt genug gelernt hier an Logik. So, warte mal. Hier, wir haben eine Blonde mit braunen Augen. Auch echt interessant. Hier ist kalt. Getragen werden. Setz sie mal. Achso, ich muss erst mal leeren. Und dann keine Ahnung. Ich mach sie ins Bettchen oder so. Xenia ins Bett legen. Aber erst, wenn sie auch auf Toilette war. Hallo, meine Kleine. Komm, du warst jetzt echt lange genug da draußen im Schlafanzug und mitten auf dem Balkon im Winter. Das ist echt, echt kalt. Echt kalt. Meine Güte. So, Xenia, geh mal auf die Toilette. Oh, ich hab das doppelt gemacht. Muss ja nicht sein. Ja, der Armin bringt dich gleich ins Bettchen. Geh aber doch erstmal auf Toilette. Oh, dass die immer nicht wollen, ne? Oh, du willst nicht. Warum wartet er jetzt? Oh. Okay, weil Beatrix langsam kommt und sagt, okay, ich bringe meine Tochter mal ins Bettchen. So, ich muss mal Squad gucken. Mit ihm könnte ich mich noch ein bisschen beschäftigen vielleicht. So, mit dem Wolf. Und wir können doch Ballwerfen machen, Wolf. Oh, er kann schon echt gut. Da, 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 da. Sag mal. Macht unser Gärtner hier gar nichts? Also so über den Winter kriegen wir ganz schön viel Unkraut hier zusammen, muss ich sagen. Alles Unkraut hier. Nee, ich will nichts wissen von Vögeln. Sag mir was anderes. Komm, wir spielen jetzt Ballwerfen. Hopp. Ja, Ballwerfen spielen. Zieht euch was an, wenn ihr rausgeht. Gut. Auch super. So, Beatrix. Arthur, geh dich mal duschen, Arthur, und dann koch uns mal was zu Abendessen servieren. Einmal Schweinekotelett. Schweinekotelett, ach ja. Oh, was macht er denn? Achso, er ist hier. Ja, auch nicht schlecht. Ja, also eine ganz normale Familie, wie man sieht. Ist gar nicht spektakulär hier im Grunde, was die alles so tun. Ja, ich bin hier nur auch immer wieder mal am Überlegen. Das kannst du noch nicht machen in dem Alter. Halt lernen. Wir können mal Physiologie eigentlich lernen mit ihm. Nee, nicht in das. Achso, du wolltest das Bett machen. Wow, wow. Oh, ich habe den richtigen Mann geheiratet. Dir wohl. Er ist es. Er und kein anderer. Mein Arthur, mit dem ich schon in meiner Jugendzeit zusammen war. Und ich bin so glücklich mit ihm. Mit meinem Arthur. Ja, so unheimlich glücklich. Der Arthur. Oh, ich wollte ja hier eigentlich auch mal so ein Eckregalins in die Ecke noch gerade machen. Warte mal, ich weiß gar nicht, wo ich die finde.
Die suche ich jedes Mal. Das sind die Dinge, wo man... Nee, nee, das ist nicht das, was ich suche. Wer sucht, der findet es auch irgendwann. Hier in dem Haus gibt es keinen Abzugsraube. Hier, das ist das da. Und in der Farbe, weil das passt dann einfach da unten dazu. So, jetzt muss ich nur gerade noch gucken. So. Sehr schön. Das sieht doch gut aus, oder? Das wollte ich nämlich schon immer mal machen. Und jetzt muss ich mal ein was gerade noch gucken. Eigentlich würde das sogar hier noch ein bisschen was oben drüber passen, oder? Warte. Nee, nicht vors Fenster. Das sieht natürlich dann doof aus. Komm schon. Er lässt nicht los. Er lässt einfach nicht los. So, das sieht doch ganz gut aus, finde ich. Von daher ist es echt eine hübsche Küche, finde ich. Also nichts Spektakuläres, aber halt einfach in Braun und Schwarz gehalten. Wobei ich auch, also ich habe ja jetzt auch irgendwie, nicht vor nicht allzu langer Zeit, ein neues Add-on gekauft gehabt und könnte jetzt eigentlich auch den Herd schwarz machen, aber irgendwie finde ich das sogar hier ganz gut, dass ich es einfach so belasse. Momentan zumindest noch. So, jetzt gibt es zu essen. Wer hat alles Hunger? Haben die eigentlich Hunger oder mache ich heute mal... Oh, sie ist schon wieder fertig. Armin, geh mal hoch und hol mal die kleine Xenia aus dem Bett raus. Wobei sie immer noch schläft. Okay, meine Lieben, ich werde heute jetzt einfach nochmal mich verabschieden und schaue mal, wie es dann das nächste Mal weitergeht. Hier in der Familie Wandervogel. Sagt mir einfach Bescheid, wie euch diese Familie gefällt. Ob ich die hier weiter aufnehmen soll und weitermachen soll. Ich persönlich werde sie auf jeden Fall weiter spielen. Meine ganzen Sims von hier. Also man sieht hier, da ist noch Familie Fröhlich. Hier habe ich Schulz und Ottomas. Das ist hier so meine nächste Nachbarschaft. Und was ich zum Beispiel auch ganz, ganz toll finde, schaut mal, die leuchten hier da. Wobei die ja irgendwie andersrum dann gestellt werden müsste gerade, ne? Aber gut, wobei, das kann ich ja machen. Das ist ja mein Grundstück hier. So, perfekt. Das passt doch besser. Ich glaube, 30 Familien momentan hier. Und ich würde einfach gerne wissen, ob euch das gut gefällt, ob ich jede Familie spielen soll oder vielleicht auch bestimmte Familien. Natürlich werde ich für mich alle Familien weiterspielen, weil das genau für mich interessant ist. Und vielleicht kann ich einen ganz kleinen Ausblick einfach mal euch zeigen, warum ich es eigentlich auch so interessant finde. Moment, ich gehe mal zu Arthur. Ich gehe mal zu Beatrix. Da hatte man das ganz gut gesehen. Ich spiele jeden Tag, also immer gleichzeitig diese Familien. Und ich sehe zum Beispiel hier, dass die älteste Tina jetzt schon einen Teenager hat und zwei Kinder. Dass unser Arthur zwei Kinder und ein Kleinkind noch hat. Der Stefan hat zwei Kinder und zwei Kleinkinder und die Silvia ein Kind und ein Kleinkind. Und ich finde eben, die ganze Kombi ist einfach so interessant, dass die auch eben gleich alt dann auch sind, die ja, Cousins und Cousinen, was sie ja auch hier sind. Und wenn ich dann zum Beispiel auch jetzt gerade hier so diese Reihenfolge mal anschaue, dann sehe ich jetzt zwei blonde Mädels noch.
Ja, die beiden, die sind blond und ansonsten dunkelhaarig, wobei die hier sind braunhaarig. Hier, sie ist auch noch braunhaarig. Ich glaube, der Junge hier auch noch. Das ist Steve. Also ich finde es auf jeden Fall interessant, was immer gleichzeitig zu spielen. Und ich möchte einfach nur mal von euch wissen, wie ihr das so seht. Dann sage ich jetzt erstmal Tschüss und Goodbye und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder bei mir reinklickst und auch einen Kommentar hinterlässt. Ciao und Goodbye. Eure Saki Night Owl.